Wie ist eine schöne Demonstration, wenn die Rumpfträger federn oder wenn nur die Fesselträger abfedern? Da sieht man jetzt die Fesseln einfesseln mit der Vorderbeine. Ja, man sieht aber nicht, dass sie sich wirklich gut abstößt. Ja, also es ist gerade so ein bisschen, was halt gespeichert ist in den Sehnen. Ja, das wird halt sozusagen abgegeben und nach oben verfrachtet. Und hier stolpert sie, hier machen die Rumpfträger auf. Das heißt, sie lösen sich und plötzlich schaut es, wie die in die Hocke kommt. Ja, also jetzt federt sie wirklich über die Rumpfträger sehr, sehr schön nach oben. So, hier das Ganze noch einmal in noch langsamerer Slow Motion. Also rechts einfedern, Fessel federt ein und nur was in den Sehnen gespeichert ist, wird nach oben weitergegeben. Und der Katapulteffekt hier ist ja viel, viel weniger als nach dem Stolpern. Ja? Also jetzt fängt sie schon langsam an, ein bisschen besser einzufedern. Ich weiß nicht, ob Sie das seht. Das ist wirklich sehr gut schon. Jetzt ist eine leichte Hals-Links-Biegung. Das löst dann den Rumpfträger rechts. Sie müsste eigentlich ein bisschen mehr stabilisieren. Das tut sie nicht, deswegen stolpert sie. Fängt sich aber sehr, sehr gut auf und jetzt katapultiert sie richtig. Jetzt kommen nämlich erst die Rumpfträger so richtig ins Arbeiten. Leider sehen wir es nicht von der Seite, weil dann wird man sehr, sehr schön sehen, wie die Halsbasis rauf und runter geht und das ganze Pferd durchschwingt. Eine sehr, sehr schöne Demonstration und ja, man sieht, was die Rumpfträger ausmachen, wenn sie arbeiten dürfen und können.